Hallo, willkommen zur nächsten Folge von Estronier. Ich verkack das mit den Emotes. Mit dem Manu. Ja. Der irgendwo noch überhaupt rumläuft. Ich bin der, der es immer mit den Emotes verkackt. Ich wollte gerade wieder winken. Was mache ich? Ich mache Linkslick auf den Boden. Herzlich willkommen zu Da. Weißt du? Super. Hast du jetzt viel Stress dabei oder was? Ja, keine Ahnung. Ich lasse die Rohstoffe gerade mal liegen. Die Fill laufen ja nicht weg. Wäre seltsam, wenn die weglaufen. Naja, vielleicht. Spukhaft. Rohstoffe, sie laufen weg. Naja, Rohstoff Fleisch läuft. Das ist zwar. Naja, eigentlich. Oder was wird das sein, oder was? Hm? Was hat das so ein Vorspiel? Ja, keine Ahnung, muss doch irgendwas sagen. Ist ein Let's Play, hier muss man reden. Was wir ja sehr gut können. Das können andere Leute und können noch besser reden. Ja. Da werden schon noch Meister im Reden. Vater, jetzt lass ihn Kameraden. Das sind wir ja sogar besser. Wir reden zwar weniger, aber wir reden dafür. Die reden naja, das oder was? Wenn es Schwachsinn wäre, dann wäre ich begeistert, wie klug die auf einmal wären. Was? Und so, das hattest du ja den Teil so in der Schule. Ja. Diese Gasiere hier. Was das sein soll. Doch mal wieder den Weg darunter. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie das vielleicht mal verbessert haben. Was mit den vielen Verbindungen. Ja. Ganz toll müssen die das verbessert haben. Sonst bin ich sauer. Ist ja immer noch eine Alexis. Ja. Immer noch eigentlich. Mich wundert, dass das immer noch Early Access sind und nicht nur Alpha. Ja. Das ist immer noch die Early Access. Was soll damit noch alles kommen, wenn sie immer noch Early Access sein sollen? Naja, bis jetzt gibt's in dem Spiel halt wirklich nichts. Also es gibt recht viel, aber nichts, was einen dazu bringt, das Spiel lange zu spielen. Meinst du lange 5 Stunden? Ja. Wie eine gewisse Runde beim Spiel. Die wir vielleicht auch mal machen könnten, oder? Als ich durch. Was denn? Welches Spiel? Age of Empires? Ja. Wenn das heißt, dass wir mal wieder Age of Empires spielen, dann auf jeden Fall. Da reden wir auch mehr. Stimmt. Ich bin jetzt gerade in die Aufnahme. Da reden wir wirklich mehr. Das ist vielleicht eine Uhrzeit, oder? Oder läuft das nicht? Vielleicht eine Kombination aus Uhrzeit und der Tatsache, dass man da ein bisschen strategisch sein muss, auch manchmal. Vielleicht ein bisschen absprechen muss. Und so, die erste Folge, das erste, was wir jetzt aufnehmen, ist jetzt, wo wir nur gegeneinander spielen. Also in Anno ging es dann letztes Mal für mich gut aus, wie du weißt. What? Was? Mit großer Batterie! Du hast eine große Batterie gefunden? Ja! Willst du mal vorbeikommen? Auf dem Ende des Ganges. Das ist neu. Nee, das gab es auch vorher schon, aber das hat ist halt so weh. Selten. Ich hatte das, glaube ich, also ich glaube, das hatte ich auch schon einmal oder so. Also das ist wirklich. Ich kann verstehen. Das ist Jackpot. Wenn du jetzt. Nee. Nein, du kapierst einfach nicht. Ich hab sie losgelassen kurz. Das war sie zu holen. Das ist so ein Fundus gemacht habe. Auf jeden Fall was Schönes. Ja. Oh, Schmelzding kommst. Ja, das war relativ leise im Spiel, oder? Aus von Musik hört euch nicht bei mir. Na, fahr bald wieder von. Ja. Ja, bald. Warum? Ja, also ich nehme jetzt noch Watchdogs auf, dann machen wir noch eine Age of Empires Runde.
Ja, klar. Du weißt aber schon, dass ich noch zwischendurch kurz frühstücken muss, also. Ne? Ja, eine Age of Empires Runde sind so nur so 10 voll. Minimum. Das ist kein Scherz, Zuschauer. Ja, es ist Age of Empires, das dauert schon lange. Das ist eigentlich wahrscheinlich. Also ich hoffe mal, dass vielleicht ein, zwei Personen wissen. Bla. Weißt du. Ja, der letzte Sieg war ja ein bisschen lustig. Einfach mal mir alle Relikte gefunden sozusagen und haben wir. Ja, das war blöd. Ich will das Spiel gewinnen und nicht das Spiel. Naja, ich finde es ja praktisch eher, weil es das einzige Aussicht, das er hat. Ja, dann, ja, ich meine. Wir hatten ja nicht mal einen Kampf oder sowas. Wir hatten gar nichts. Ja, gerade diesen zu dir gekommen gerade. Das ja. War es ja so, die sind alle zu dir gekommen. Ja, und? Ich hatte ja immer in Verteidigung, also, das war ja... Die Batterie ist ein Marsch. Und wir haben gleich ein Solarpanel. Das heißt, die Batterie lohnt sich auch. So, die Batterie platziere ich da oben drauf. Warte, Mist! Dafür bekomme ich Forschungstypen einfach in ein Loch rein. Aber Frau Loch, da schmeißt du mal da rein. Nein. Das ist eigentlich, da wollte ich mich zu einer Höhle bauen, die ich nicht gefunden habe. Hast du jetzt dahin gemacht? Ja, ich war spontan. Wir verlegen schnell. Wir brauchen Harz. Ja. Ja. Wir brauchen eine Art zwei Plattform. Ich nicht doch irgendwo was. Du bist ja dann hinten runter. Was hast du? Harz. Das gelbe Harz ist gefunden. Da oben war da diese Aufstiegsleitung. Davon werde ich mehr brauchen. Ein paar mehr. Wir brauchen Kupfer. Ah ja. Weißt du vielleicht, wo wir was finden? Ja, auch. Ich folge einfach dem Sauerstoffkabel, da kommst du zu einer Höhle, da gibt's noch. So.
Das ist so entstehen, oder wie? Ja. Okay. Ich dachte, du wolltest das vielleicht doch so. Ja, ne? Ja, gucken wir mal. Paketdienst. So. Brauchen wir eigentlich aber gar nicht, das mit dem Haus zusammen, oder? Ich würde sagen, als nächstes mit zwei gemischten Mineralextraktoren, oder? Du brauchst Kupfer. Ich habe mich schon gewundert, warum wir die Ressourcen irgendwo haben. Aller Hitch. Ja, nee, zwei Kupfer reichen jetzt wahrscheinlich. Wir brauchen Gemisch, dann können wir nämlich Mineral extraktieren. Extraktieren. Ja, ich glaube, erst wenn wir vielleicht teilweise aus den Höhlen erstmal rausholen. Ja. Mal nur so direkt anfangen, das bisschen. Nervig, glaube ich. Direkt so, das von. Oh, okay. Hm. Denn? Auch nur die Energie gerade. Wie sieht's denn aus mit Energie? Schließt sich dann mal ab, geht's dann besser? Ich glaube ja, oder nie, oder nicht. Aber wir sind, glaube ich, da dann so eine Strahlung von Energie. Deswegen. Und ich wollte gerade noch einen kleinen Energieboost drauf geben. Ja, okay, wir noch einen. Na, wir wollen jetzt erst jetzt die mittelgroßen Rover holen, oder? Den haben wir schon. Ach, wir schon. Brauchen nur noch die Fahrzeugbucht. Die müssen wir nur noch bauen. Ah. Da ist sie wieder an. Guck mal! Hey, warte mal. Warte. Vielleicht. Warte. Generator. Einer der kleinen Generatoren. Den? Vielleicht oder den? Ich weiß nicht. Komm mal mit, Freundchen. Maximale Energie. Ja, es produziert Energie. Ja, das Lavendel produziert gerade Energie. Macht nicht wie. Vor allem genug, um die Batterie noch aufzuladen, während dieses Seil ja auf maximaler Stufe läuft. Das wundert mich gerade sehr, weil wir haben gerade nur mittags Nacht. Bam, dam, dam. Ja, keine Ahnung, das klingt passend. Keiner hat eine Ahnung, was das so sein wird. Bestimmt nicht die Fahrzeugbucht. Oh, welche Überraschung, es ist doch die Fahrzeugbucht. Ich glaube, ich würde sagen, wir machen als nächstes die große Plattform C, oder? Also, dass wir die gleich erforschen. Hey, bleib mal stehen. Riecht nach Käse. Füßen. Das hat Füße dran. Das war zurückgestellt, dass das unter der Dill so. Jetzt gerade funktioniert das Solarpanel übrigens nicht. Ja, was? Jetzt sagt das keine Energie mehr, oder was? Ja. Jetzt erzähl und jetzt wird uns jetzt keine Energie mehr, oder was? Das wär's. Ich glaube, gefühlt leitet das
kann eine Sonne abfangen, auch wenn es die Sonne auf der anderen Seite des Planeten ist. Nee, das ist einfach im Allgemeinen noch ein bisschen buggy. Ich meine ja, dass die Sonne jetzt außerhalb ihrer Radius ist, also trotzdem. Du meinst, dass das Solarpanel immer Energie produziert, außer wenn das zum Beispiel. Die Sonne jetzt so ist, dass es durch den Planeten die Sonne auch abtreten kann. Warten wir einfach mal ab. Das würde erklären, dass die Nacht funktioniert hat. Ja, also wenn du willst, können wir es gerne ausbuddeln und sehr aufwendig irgendwie rumtransportieren, aber wir haben ja noch nicht mal einen Haken, den ich pumps, also. Ja, das heißt im Spiel auf jeden Fall Haken-Dingsbums. So heißt es. Ist nicht die Linde. Ist Haken-Dingsbums. Ne? Ja, ich nehme sie gerade nochmal. Haken-Dingsbums. Wäre voll geil, wenn das Teil jetzt einfach wirklich Haken-Dingsbums heißen würde. Was das Ganze hier nicht tut. Wir brauchen mehr Knall. Oder besser gesagt, mehr Bytes. Jetzt Gemisch und Aluminium. Zwei. Wir haben keine mehr, oder? Gemisch nicht mehr. Aluminium können wir vielleicht noch machen. Also, schmelzen. Ne, können wir auch nicht. So? Natürlich, das war die falsche Grube. Ja, können wir. Und wir haben sogar noch ein Gemisch. Und also, wir können Kupfererz machen und kein Aluminium. Das heißt, wir brauchen. Doch, hier haben wir Aluminium. Weil wir brauchen ja zweimal. Ja, das ist das Problem. Dann die stillt das gerade die Höhle. Ich glaube ja auch nochmal. Ich weiß nicht, ob das bei der Höhle in der Nähe des Gemischtes leer geräumt habe. Ist das schon leer oder ist am Ost dran? Nein, das ist im leer geräumt. Arbeit noch wieder hier. Solarzelle macht wieder Strom. Ja, wie du gesagt hast, kommt eigentlich hin. Aber es ist eigentlich praktisch, wenn das dann uns nachts Strom erzeugt. Und wir nachts eine Energiequelle. Und dann zu noch eine ziemlich gute. Oder? Ja, aber zum Mettenstadt hier, aber das ist nachts übel. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht lassen wir es auch so. Und wenn wir ein anderes hinschleppen, wir das noch hierher, dann hätten wir eins für Tag, eins für Nacht. Kritisch mit dir? Ach, nur eine Rauchwolke. Achso. Noch bring eine bei um. Aluminiumerz. Noch einmal sind sie bei Aluminiumerz. Willst du verarschen? Hallo, hallo, ob der hier? Aus der Höhle so ein Forschungsknödel rausgeholt. Jo, ich hätte sich ja noch ein paar holen, weil hier sind ja sehr viele Spruchteile wieder. Die Sabbat. Die Sabbaten.
Und wir hier gerade nicht, weil sie jetzt genau auf der Mine erzeugen. Ah, da hinten ist einer, da hinten sind zwei. Ich hab den kleinen Rover, ich meine den mittleren Rover noch nie gesehen, also ich seitdem den Update gemacht haben. Das war glaube ich der vorher der kleine war. Das war vorher der normale Rover. Aber die haben mir die im Allgemeinen die Texturen jetzt verändert. Ja. Hm. Ich weiß ja die Truck-Texture, weil es ja eher ja großer Rover ist. Mhm. Und der kleine Rover weiß ich auch. Den mittelgroßen habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich auch. Wir werden mal sehen. Verdammt, Sauerstoff schon wieder knapp. Aber keine Sauerstoffleiter hingelegt. Bring nochmal zwei Aluminium mehr mit, als wir brauchen, wegen der Large Plattform C, die braucht Aluminium. Okay. Okay. Hier sind nur so 1, 2 Erzvertommen. Mhm. Ich vielleicht einmal frei, weil der Hülle, die ich gefunden habe, habe ich nicht so viel gefunden an Erz. Wird es noch nicht. So. Also, nicht viel gesehen gehabt, als ich drin war. Bin ich auch gerade bei der Basis. Machen wir mal das. Ich hab 4 Meter jetzt, okay. Das war kurz was besten Brennwundstunde sind und der Schild ist aber schon 50%. Ich helfe keinen Latin gelegt habe. Ja, dann nochmal. Okay, aber wie es weitergeht, okay. Seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.